So, und in diesem Video möchte ich euch 5 Verben mit kennen sagen. Okay, kennen generell bedeutet ja to know or to know of. Also zum Beispiel, ich kenne diese Stadt. I know this city. Ich kenne diese Stadt. Und wenn ich ein Präfix davor setze, if I put a prefix, if I put a little word on the front of the kennen, then the meaning, die Bedeutung des Verbes, verändert sich komplett. Und da das relativ interessant ist, möchte ich dazu mit euch heute ein Video machen. Bitte abonniere diesen Kanal und lass einen Kommentar da, sodass ich weiß, dass dir dieses Video gefallen hat. So, und das erste Verb ist erkennen. Erkennen ist to recognize or to understand. Jetzt erkenne ich meinen Fehler. Jetzt erkenne ich meinen Fehler. Now I see. Now I understand my mistake. Oder ich kann dich von weitem nicht erkennen. Ich kann dich von weitem nicht erkennen. I can't recognize you. I can't see you from afar. Also diese zwei Varianten sind beispielhaft, wie du erkennen verwendest. Okay, das war das Wort erkennen. Das zweite Wort ist auskennen, to know your way around, auskennen. Also ich kenne mich hier aus, ich kenne mich in dieser Stadt aus, I know my way around in the city. Wir brauchen keine Karte, ich kenne mich hier aus. Aber du kannst das auch für andere Dinge verwenden, also nicht nur geografisch, sondern auch konzeptionell, zum Beispiel mit Mathematik kenne ich mich aus. I know my way around mathematics. Oder ich kenne mich mit Mathematik nicht aus. Also zum Beispiel, keine Ahnung, ein bestimmtes Thema mit Algebra kenne ich mich nicht aus. Dann habe ich Nummer 3, bekennen, to admit, to confess. Bekennen, bekennen. Zum Beispiel, ich bekenne mich meiner Schuld. Ich bekenne mich meiner Schuld. I confess, I guess, I admit my guilt. Oder auch, bekennst du dich deiner Schwächen? Bekennst du dich deiner Schwächen? Keine Ahnung, du spielst mit irgendjemandem Schach oder Fußball und du hast diese Person 3-mal geschlagen und dann könntest du fragen, bekennst du dich nun endlich deiner Schwächen? So that would mean, do you admit your weaknesses? Bekennen. Dann habe ich Nummer 4, anerkennen. To acknowledge, to appreciate, to approve. Zum Beispiel, wir müssen die Tatsachen anerkennen. Oder ich muss die Tatsachen anerkennen. We must acknowledge the facts. Wir müssen die Tatsachen anerkennen. Er hat die Bemühungen der anderen anerkannt. He recognized the efforts of others. Oder auch, wenn du zum Amt gehst, könntest du sagen, meine Dokumente wurden endlich anerkannt. My documents finally have been approved, have been recognized. Meine Dokumente wurden endlich anerkannt. In diesem Fall verwenden wir einen Passivsatz. Und Nummer 5 ist aberkennen. Das ist so ein bisschen das Gegenteil von anerkennen. Also to deprive, to disallow or to deny. Ein Beispielsatz. Ihr Doktortitel wurde ihr aberkannt. Her PhD was revoked, was taken back. Ihr Doktortitel wurde ihr aberkannt. Oder auch im Fußball. Ich spiele ganz gerne Fußball und bin Fußballfan. Wegen eines Fouls wurde ihm das Tor aberkannt. Wegen eines Fouls wurde ihm das Tor aberkannt. Because of a foul, because of a tackle, the goal was disallowed. So it doesn't count. Wegen eines Fouls wurde das Tor aberkannt. Okay, jetzt noch ein kleines Quiz. Wie ist das deutsche Verb für to know your way around? Wie würdest du auf Deutsch sagen to know your way around? Und die richtige Antwort ist natürlich sich auskennen. Sich auskennen, to know your way around.
Und was bedeutet auf Deutsch to acknowledge, to appreciate, to approve? Und hier wäre das richtige Verb anerkennen. Anerkennen, also zum Beispiel, meine Dokumente wurden anerkannt. Und zu guter Letzt, wie sagt man auf Deutsch, now I see my mistake, now I understand my mistake. Und mit einem Verb mit kennen würden wir erkennen verwenden. Also jetzt erkenne ich meinen Fehler, now I see my mistake. Thank you for watching and learning. Vielen herzlichen Dank, dass du meinem Kanal folgst, dass du dir dieses Video angeschaut hast. Tschüss und bis bald.